du bremst. Aber es fährt noch, der Kude. Da hoch geht nicht. Gibt's nicht. Funktioniert nichts mehr, ne? Na gut, wenn sie dich dann wegen zu schnell fahren anhalten, kannst du sagen, hier, was er kommt, wie schnell ich fahre. Na, wo geht's denn, wenn du keine Kurs gibst? Gas gibt's gar nicht. Gas gibt's gar nicht. Ach, wenn du vom Gas gehst? Ich weiß gar nicht. Geh ich vom Gas gar nicht. Gib ich Gas? Gar nicht. Ja. Ja, ja. Ja, ich glaube, das Auto, das wird richtig freigezockt, dass wir da was anderes reinbauen können. Wir fahren schon langsam bei der Kurve. Da ist nämlich ein blöder Huckel, wo es die Autos meistens aushebt, genau hier links rum. Ah, wir kommen voran. Mai 2013. Das zweite Jahr, wo der Permagarten halbwegs wachsen konnte. Ja, Hans im Glück ist mal wieder da. Hat sich Pflaumen und Apfelbäumer für seinen Garten geholt. Hier gibt es ja einen Haufen Ableger davon, kernechte. Ja, und wir waren gerade dabei gewesen, haben uns hier dieses Beet mal so ein bisschen angeguckt, wo die Erdbeeren von selber gekommen sind. Und dem Hans sind dann irgendwann die Dinger hier aufgefallen. Ne? Und das ist ja eigentlich der Wein von hier. Ne? Und jetzt haben wir letzte Woche angefangen, unseren Wein hier von diesen Platten wegzunehmen und hier ein bisschen Unkraut zu jäten. Und jetzt hat er mir gesagt, hey, das ist gar nicht so verkehrt, dass der Wein auf diesen Platten hier drauf wachsen möchte. Im entsprechenden Biotop gepflanzt sind, dass die Natur mithelfen kann. Das ist ja wichtig. Der Stein ist der Kachelofen, der Wärmespeicher. Du hast die schönsten Weintrauben. Da wird nichts geschützt, nichts gedüngt. Ich gehe bitte, ich mache mit los. Ja, wo war denn hin? Ach ja, glaube ich nicht. Geht's denn hin? So was Verblüffendes. Voll der Rhododendron-Strauch mit allen weißen Blüten. Ich mach Video. Moment. Tschüss. Und hier eine blaue Blüte. Eine blaue Blüte. Mach's gut. Bis denn. Das ist ja verrückt. Und die wächst hier wirklich raus. Die hat niemand reingelegt, ne? Nein, da siehst du es. Das ist voll mit dran. Was übrigens Faust fürs Vogtland. Ja, auch. Oha. Na, hallo, die Waldfee. Ich mach jetzt komplett neu. Gut. Leider haben uns die Mädels verarscht. Ja. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein, wa? Die kommt nämlich eigentlich davon. Naja.